Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, zwei Männer bei mir, Ritter soll erleben, wie wir das müssen einrichten müssen. Unglaublich. Zuerst hat der Ton nicht tun, die beiden Herren sind aber wirklich geduldig da gekommen. Nachher war mit dem Bild etwas gewesen. Der eine da links, der ist da gross im Bild, hat alle geredet und geredet und geredet. Aber jetzt sind wir da und zwar nur für euch. Es sind eigentlich beides Baufachleute, ursprünglich einmal. Links, da kennt man das Grabs in der Region, das ist der Dachi, das war mal Dachdecker gewesen, Widerwille. Da hat er auch gemacht, weil er gerade nicht gewusst hat, was machen. Eigentlich hätte er soll auf die Kante, aber der Vater hat ihn überschnurrt, weil er dort ein Geschäft hatte. Ist er wieder ein Dachdecker gewesen. Und rechts eben der Felix Frey. Felix, oder? Der Glückliche. Das heisst mit anderen Worten irgendwie. Und du bist mal auf dem Bau tätig gewesen. Und der Stress hält mich ja nicht lange aus. Du bist jetzt Filmemacher, oder? Ja. Übrigens, der Dachi links, der ist Pensionist. Aber es geht jetzt eigentlich um etwas ganz anderes. Es geht um einen Film, den er jetzt gerade schauen über Äthiopien, oder? Afrikas Dach der Welt. Und das passt natürlich auch ein bisschen zum Dach. Ja? Mein Wissen über Äthiopien, Entschuldigung, dass ich so lange rede, das ist einfach der Bikila Abebe, oder? Der war Leibwächter damals, weiss nicht, von dem König oder weiss was. Kaiser. Und der hat dann eben natürlich im 1960, aber hat er gewonnen im 1964 nochmal den Marathon. Vier Jahre später hat er müssen aufgeben. Im 60 ist er barfuß antreten, im 64 noch mit Turnschuhen. Und das hat mir Eindruck gemacht. Und normal, ich war ja Lehrer, ja, jetzt so im Pensionsalter, hatte ich mal einen baumlangen Kerl gehabt, ein Landwirt, und er hat gesagt, er kommt von Äthiopien. Dann habe ich einmal gedacht, Äthiopien. Und dann ist der Dachi gekommen und hat gesagt, er sei auch 16 Mal in Äthiopien gewesen. Jetzt Dachi, wie bist denn du auf Äthiopien gekommen? Wir haben ja früher noch ein halbes Jahr Bildungsurlaub gehabt, in der Schule. Und da haben wir machen, eine Art Gestift, was wir wollen. Wir mussten einfach dem Schulrat ein Programm abliefern. Und ich habe alle einmal in der Drittweltland. Weil meine Grossmutter ist von Grabs aus auf Südafrika gegangen, dort geheiratet. Und hat natürlich alle erzählt, wo sie zurückgekommen ist. Sie hat den Mann die Jung verloren, dann hat hier wieder geheiratet. Und mein Grossvater. Und hat natürlich alle von dem Afrika erzählt. Und das hat mich auch gereizt. Später ist dann eine von ihren Töchtern auch auf Afrika, beim Albert Schweitzer gewesen. Und beim Albert Schweitzer hat sie dann gearbeitet. Und das war für mich auch wieder so eine Welt gewesen. Wir sind einen Alpenbesuch gekriegt vom Albert Schweitzer, irgendeine Krankenschwester, so Spüß vorbeikommen. Und das hat mich wahnsinnig spannend gemacht. Ich hatte sogar einmal das Gefühl gehabt, der Albert Schweitzer ist mein Onkel. Aber ich habe ihn nie gesehen, habe ihn nie erlebt. Aber das war spannend gewesen. Und da habe ich einfach gedacht, das will ich auch mal. Später ist mal ein Kollege, gell, ein Schweizer. Der war so nicht in Äthiopien, gewesen, ja. Aber in Afrika. Gell? Schweiter. Aha, das ist ja, ein bisschen anders gewesen. Ja. Ja, er hat einfach den zweiten Weg gelaufen. Ja, Felix, du bist schon auf dem Bau tätig gewesen. Der Tag hat mir gesagt, du seist auch mal etwas Dachdecker gewesen. Ja, das ist eigentlich vielleicht ein bisschen das Witzige an unserer Verbindung, wo ich mich mit ihm in Verbindung gesetzt habe und durfte von seinen Erfahrungen profitieren und auch gut geprüft worden bin, sind wir auch in diesen unzähligen Gesprächen, die wir eigentlich hier unten geführt haben, oder hier oben, sind wir plötzlich darauf gekommen, dass wir eigentlich den gleichen Job sozusagen gemacht haben in jungen Jahren. Und das ist natürlich, ja, eben gerade bei einem Film, der auf dem Dach von Afrika handelt, ist das noch ja, fast der Gag gewesen von der ganzen Geschichte. Und ja, wir haben eigentlich einen ähnlichen Werdegang. Ich habe dann einen Film gemacht, wo er eher das Reisebüro betrieben hat. Und ich war natürlich sehr froh gewesen, habe ich können, wie ich vorhin schon gesagt habe, auf seine Erfahrungen können, das Ganze aufbauen und auch von seinem Beziehungsnetz können profitieren. Das hat natürlich alles für mich viel einfacher gemacht. Du warst 4 Wochen da unten, gell? Ja, 4 Wochen. Mit der Frau? Jawohl, ja, ja. Braucht man immer einen Assistent und am billigsten ist die eigene Frau. Was bist du? Also ein Bauleiter, so, gell? Ja, ja, Bauleiter, Geschäftsführer von einer Flachdachfirma. Das ist ein riesiger Gseckel, das ist ja einem bewusst. Oder, auf dem ja, Tag. Was ist ein grösser Gseckel? Hast du es noch nie bereut? Nein, jetzt kann ich ja rückblickend eigentlich auf das zurückschauen und muss sagen, ich bin froh, habe ich mich hier so entschieden. Ich bin, wie du sagst, es war ein Gseckel und ich bin irgendwo an einer Grenze, wo ich für mich entwicklungsmässig nichts mehr drin gelegen ist. Und es wäre nur noch darum gegangen, ja, Kohle zu scheffeln, sage ich mal. Aber das macht einem ja eigentlich im Leben auch nicht glücklich.
Aber du bist ein Filmemacher, wenn wir das noch ein bisschen ausweiten. Du bist natürlich nicht nur zu Äthiopien gewesen. Du gehst überall her mit viel Mut, oder? Wo man andere vielleicht sich gar nicht trauen würden. Also, man braucht ja auch ein bisschen Mut. Man muss Beziehungen finden. Und, ja, also ich muss so sagen, ich war immer ein bisschen ein Reisevögel, schon als ich noch auf dem Bau gearbeitet habe, eigentlich das Geld dafür generiert habe. Und bin viel herumgereist und bin aber auch schon von Grund auf immer ein Fotograf, ein Filmer gewesen. Ich habe schon mit Super 8 noch gefilmt seinerzeit, fast als Jugendlicher schon. Und habe eigentlich die ganze Entwicklung auch mitgemacht, wie jetzt halt digital natürlich eine ganz andere, bessere Zeit auch vorgekommen, vom Filmen her besser geworden ist. Und ich habe dann auch gemerkt, dass natürlich Reisen und Filmen sehr gut zusammenpasst und dass man natürlich auch ganz anders an ein Land ankommt, an Leute ankommt. Man ist dann nicht einfach nur ein Tourist oder ein Reisender, sondern wenn man ein Projekt hat oder einen Film macht, dann kommt man mit den Leuten auf eine ganz andere Art in Verbindung und in ein Gespräch auch halt. Am Anfang habe ich erzählt, die Schwierigkeit, die ich jetzt hier hatte, weil ich meinen Anschluss bei der Kamera nicht tun hätte. Aber da kann ich in fremden Ländern schon ein bisschen versäckeln. Oder? Ja, ist das nie passiert? Doch, das ist schon häufig passiert. Und das, was dort halt noch dazu kommt, ist meistens noch die Hitze und die Feuchtigkeit. Und ich weiss, gerade in Äthiopien hat es so ein Beispiel gegeben, wo ich die ersten Interviews gemacht habe. Und meine Gerätschaften, hast dann keinen Tisch und leist dann irgendwo in den Dreck rein. Und habe ich gesehen, dass ich es in einen Ameisenhaufen hineingelegt habe. Und das ist hat dann schon gerade ein bisschen noch zusätzlichen Stress gegeben. Das ist schon so. Keine Angst, Achim, wir können dazu. Du bist irgendwie auch sportlich geblieben, gell? Wir können das vielleicht einmal zum Film machen. Es hat dort auch sportliche Herausforderungen. Du bist einmal dort eben die Felsenkapellen auf. Da sieht man relativ die ersten 10 Minuten vom Film. Aber es gibt auch andere Kapellen, wo man sich mit den Knöpfen sein muss, aufhelfen. Ja. Aber so wie du dort so sicher dort gestanden bist, gleich in der senkrechten Wand rein. Also, Muss man schon noch können. Es hilft sicher, wenn man nicht. Ja, wenn man ein bisschen fit ist. Ich würde jetzt nicht gerade sagen, ich sei ein Spitzensportler, aber ich habe im Leben immer ein bisschen Sport gemacht und bin, ich würde sagen, relativ fit. Und es gibt ja immer auch die, die einem dort aufführen und einem zeigen, wo es durchgeht. Und die hat mir attestiert, dass ich sei zu Weg. Und das hilft natürlich schon, weil man muss auch das Zeug mitnehmen und die Ausrüstung dabei haben und vielleicht dann auch noch etwas machen und nicht nur erledigt oben flach liegen. Also es ist dann so, dass man dort oben dann auch noch etwas drehen will. Wie sind dort, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir zeigen den Film nachher, eben vom Felix natürlich, eben zwischen Bibel und Koran, oder den Film zeigen wir nachher. Wie hast denn du das gedreht, wenn du selber ein Gespräch führst und dann draussen gefilmt wirst? Das hast du ja auch drin zum Teil. Ja, das ist aber nicht dort oben. Da hat meine Frau dann halt, habe ich dann da ein bisschen angelernt, wie das geht, dass sie auch mal eine Szene nehmen kann, wo man ja vielleicht mich sieht mit den Leuten reden oder wie das jemand aussieht als Totale und nicht als Detail. Und ja, aber das sind eher seltenere Fälle, weil ich schon meistens hinter der Kamera bin. Ja, Dachi. Wir haben jetzt von Felix dies und jenes gehört. Du bist eigentlich schon auch ein Tausendsassad, das muss man schon sagen. Gell? Du hast gesagt, der Bildungsurlaub hätte ich gehabt, das wissen wahrscheinlich ein Haufen Leute, das vielleicht nicht Gesamtschweizerisch im Kanton St. Gallen. Es war mal so, gewesen, dass das Kantonalpersonal mehr Lohn bekommen hat, die Lehrer nicht. Man hat dann gesagt, die Lehrer könnten dafür als Entgelt, wie sie die Lohn auf BSC nicht bekommen haben, 20 Wochen, also jetzt haben wir 24 Wochen, 2 Wochen davon Ferien, können sie einen Bildungsurlaub bezüchten. Das ist bis heute geblieben, nur noch 2 mal 10 Wochen. Und das hast du zuerst mal dann genutzt dort. Dann bist du aber noch 16 Mal in Äthiopien gewesen. Aber kannst du dich erinnern, so das erste Mal, wo du in Äthiopien gewesen bist und ist noch weitergegangen? Ich muss euch vorausschicken, ich bin eigentlich bis dahin bin ich eine Art Sesshafter gewesen. Bis ich 50 war, bin ich eine Art nicht gross ausser dem Land, aus ja mal mit der Familie, vielleicht mal auf Frankreich oder so aus, wo in die Ferien, aber wenig, eigentlich nicht weit herumgekommen. Und für mich ist es ein bisschen eine Herausforderung war, eben weil ich wollte einmal so ein Land erleben und eben nicht als Tourist. Das habe ich mir alle ein bisschen gezunkt, ein bisschen geguckt und nichts gemacht. Ja, weil ich nicht etwas tun. Und dann habe ich dann mal einen Haufen
Organisationen angeschrieben. Ich gehe gerne irgendwo, ich habe nicht einen Äthiopien im Blick gehabt. Ah, das ist einmal gerne so einen Einsatz machen. Und habe gemerkt, dass die Organisationen eigentlich eher Mühe haben mit so Volontären. Weil sie sagen, wir haben eigentlich nur einen Aufwand. Wir müssen die einschulen, wir müssen die einüben. Und das absorbiert uns meistens eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter. Bis dann die endlich mal das könnten und nach 3 Monaten kommen sie wieder. Also sie waren gar nicht so schnitzig. In jedem Fall aber ist es dann so weit gekommen, dass ich von einer Organisation, die zu Äthiopien tätig ist, Bescheid gekriegt, obwohl sie hätten Freude an mir. Ich sei Lehrer, ich mache auch Werkunterricht. Und da wäre gut, sie hätten Behinderte, Körperbehinderte, Sehbehinderte und so weiter, wo sie mit denen arbeiten und Gegenstände herstellen, die sie können, ja, nachher verkaufen können. Dann hatte ich das Gefühl, das wäre super, oder? Und dann haben sie gesagt, jawohl, das wäre gut, dann komme ich. Und dann haben sie gesagt, sie haben mir ein Prospekt geschickt und gesagt, sie hätten da noch ein Prospekt, das mache ich quasi ein Unternehmensberater, der sie beraten hat. Mache ich eine Reise 3 Wochen durch Äthiopien, wo nicht nur das Land anschauen, sondern auch Projekte anschauen. Da hat mir natürlich wahnsinnig zugesagt. Und dann könnt ihr nach der Reise dann eben umbleiben. Hart war dann noch, gesehen, dass ich meine Frau überschnarrt habe. Sie soll einfach mitkommen. 3 Wochen muss mitkommen, damit du weißt, wenn ich nach 3 Monaten oder noch mehr als 3 Monaten zurückkomme, dass du weißt, wo ich war, dass du weißt, von was ich rede. Und sie hat sich dann gesagt, dann kommen sie halt mit. Und ist dann mitgekommen und dann sind wir auf die Reise angemeldet alles. Und wo alles danach gescheitert und biegen war, sagt er, da sagt das Hilfswerk, wir können nicht kommen. Aha. Sie haben ein Problem intern, Personalproblem und so weiter. Und haben natürlich nicht gewusst, was ich für eine Kapazität bin. Da können sie nicht noch einen brauchen, der umeinander stehen, oder? Jedenfalls bin dann ich dann angerufen und gesagt, du, ich kann nicht kommen. Ich kann jetzt nicht mit, dass Äthiopien ist jetzt gelaufen. Ich hätte unterdessen auf die Philippinen. Dann sagt er, nein, ich soll unbedingt mitkommen auf die Reise. Er hat eine Organisation, die er auch beraten hat in Äthiopien. Dann könnte ich dort arbeiten. Und er hat das schon eingerichtet, ich könnte dort arbeiten. In einem rein äthiopischen Werk, das unterstützt war, das ist vom Luxemburger Frauenverein. Das klingt wie im Film «Die Auswanderer». Im ja, deutschen Fernsehen ist das ja auch ein bisschen. Du hast gesagt, gell, mit 50 du bist jetzt ja. 80. Also man sagt das natürlich 77, nicht an. Das heißt, halt, 77. Ja gut, aber du denkst, 80 sei einfacher zum Rechnen. Dann ist das ungefähr so ein im 95 gewesen. Das war im 97. Ah, ja. Eben, siehst du, hättest du mir jetzt 80 zugestanden, hätte ich besser gerechnet. Ja. 97 bist du gewesen. Im 97. Und dann hat es dir gefallen. Weißt, wo landet man denn dort? Es hat Leute gegeben, die gesagt haben, Gang nicht. Ja, es gibt Leute, die sagen, einmal Äthiopien, nie mehr Äthiopien. Ja, und es gibt Leute, die dann hängen bleiben. Ja. Und ich bin jetzt, ich habe gesagt, das könnte mir nicht passieren. Ich gehe dort hin, mache meine Sache, habe meine Erfahrung und dann komme ich wieder. Aber weißt, wo bist du denn her? Bist du hergeflogen? Addis Abeba oder was? Wir sind dann mit der Gruppe auf das Addis Abeba geflogen. Ja. Addis Ababa heisst das übrigens in Äthiopien. Und in Addis Ababa haben wir dann angefangen zu reisen, haben dann auch das Werk besucht, das ich nachher gearbeitet habe. Und es war interessant, ich habe den Mann der irgendwie wieder schaut. Ich habe ihm einfach nicht getraut. Ich war der gewesen, von der Gruppe, die am meisten Abstand gehalten hat. Alle anderen waren hell begeistert gewesen. Er war ein wahnsinnig guter Verkäufer. Aber er hat sich über den Tisch gezogen? Er hat vor allem der Frauenverein über den Tisch gezogen. Ich muss aber sagen, er hat eine ausgezeichnete Arbeit gemacht. Ja, hat er hat geschafft, hat das gut gemacht, aber hat für sich auch gut gelebt. Ja. Aber das Addis Abeba, ist das nicht unbedingt ein Geschauertes, wo man sagt, wow, wegen dem muss ich nochmal auf Äthiopien, oder? Es ist eine riesige Stadt, wo man viel das Gefühl hat, das sei ein Lamm. Ja. Hat dann aber dazu wieder glitzerige Gegenden, Strassen mit Gebäuden, die sind wie hoch. Aber Addis Abeba, wo übrigens Neue Blume heisst, das ist nicht eine schöne Stadt. Hat einfach ein paar schöne Sachen dort in Addis. Weißt du, damit wir das verstanden, gell? Ist ja Hochland, das ist schon die Hauptstadt auf 2500. Meine Frau ist dann verschrocken, wo sie auf 2700 Meter raus schon Ding rausgetan haben, die Räder rausgetan haben, gesagt, um Gottes Willen, da sind wir natürlich auf gut 2000 Meter gelandet. Die Hauptstadt geht am Hang noch der Tour auf 2-3, 2-4. Ja, fast wieder heim.
Markel Kopfhörer. Ja, sehr angenehmes Klima. Ja. Äthiopisch ein ausgesprochen angenehmes Klima. Einmal in Addis Einweg. Heiss nicht viel. Wir haben einmal Besuch aus Äthiopien im 2003. Und die haben gesagt, das ist ja wahnsinnig, wie es hier Hitze ist. Also Äthiopien, Addis Abeba oder Addis Ababa hat 18 bis 6, 27 Grad und dann hat es. Ausgestiegen, ein Fläschchen Bier getrunken. Ja, das wird nicht gerade bei mir, aber oder einen guten Tee. Gab es dort so Bier, oder? Bier gibt es, gibt einheimisches Bier. Ja. Ja. Aber das ist natürlich auch eingeführt worden, dort mal von den Engländern. Und dann ist so sie ausgemacht. Ja, hast du dort ein Hotel gehabt, oder? Ich war eben mit der Gruppe, gewesen, aber nachher in der Gruppe, wo ich in der Gruppe ist dann heim nach dieser Reise. Dann bin ich dann eben einquartiert worden beim Chef von der Organisation. Und dort habe ich dann in einem Haushalt gelebt mit der Familie. Hat dann aber nicht geholfen. Ich bin dann so ein bisschen als 15 Rad am Wagen behandelt worden und habe gesagt, ich will nicht dort jung daheim. Sie war fast das oberste Jung in der Stadt. Ich wollte ins Geschehen gehen, jung. Und bin dann, habe dann ein kleines Hotel noch ganz nach beim Werk. Dann konnte ich am Morgen zu Fuß arbeiten und wieder heim. Und dann konnte ich natürlich auch mit den Mitarbeitenden mehr Kontakt haben. Eben, du bist eigentlich ein begnadeter quasi Rechercheur von etwas Neuem und ein begnadeter Verzähler. Also, weißt, was hast du denn dort, Frau, was hat er zuerst so ein bisschen Eindruck gemacht dort? Also mir hat einerseits mal die Armut natürlich Eindruck gemacht. Also Bettler, wirklich, die wirklich aus dem letzten Loch pfeifen auf der Straße. Und nebendran haben wir hablige Leute gehabt, die mit einem schönen Auto gekommen sind, mit eleganten Schalen. Und da hat man schon noch ein bisschen zu schaffen gegeben. Aber ich habe dann einfach mal gesagt, jetzt bin ich da, jetzt nehme ich das einfach, wie es kommt, vorzu. Und habe dann eine gute Geschwindung darüber machen mit diesen Leuten. Er hat dann geschafft in Schulen. Wir haben mit Jugendlichen zusammen geschafft, wo Strassenkinder waren, Strassenbuben. Für die haben wir Schuhschein Double-Seater gemacht. Das war so ein Brechgestell, wo zwei so nebeneinander hocken konnten. Und jeder hatte unterhin eine Kiste. Dann ist er zum Beispiel am Morgen in die Schule und ich habe dann dort die Schuhe geputzt. Und dann ist er am Nachmittag gekommen und ich bin dann in die Schule. Also so hat man dann abwechseln. Und das war der Vorteil, die Schuhe. Hütli sind nummeriert gewesen, die sind registriert gewesen und dann einmal also gestohlen worden, wer in dem Stand hätte man können sagen, mit der Nummer 77 bin ich bestohlen worden und dann hätte man können Ausfindung machen, wer das gewesen ist. Also das ist noch gut gewesen. Hat auch Mädchen gegeben, die Kaffee gemacht, Tee gemacht haben vor allem und Krümel verkauft an der Bushaltestelle und die haben dann auch eine Möglichkeit gehabt zum Verdienen. Dann hat er auch Frauen unterstützt, haben wir so eine Blechwanne hat er gemacht, wir hatten eine eigene Blechfabrikation, Blechgerätfabrikation. Und diesen Frauen hat er die gegeben, plus so einen klappbaren Tisch, wo man auch die Wanne draufstellen oder einen Tisch anklicken. Und auf dem, die Frauen haben dann durch das, dass sie eine Wanne hatten, haben sie können waschen für andere Leute. Oder die Kinder können abends auf dem Tisch Schulaufgaben machen, weil in den meisten Hütten hat ein Tisch gefehlt, weil natürlich in Äthiopien leben weitgehend noch auf dem Boden. Und dann haben wir auch jugendliche Prostituierte gehabt, weil die haben dann so für Reklamefirmen haben dann die Ware zusammengeheftet und Ware zusammengelegt, damit man nachher da können verschicken und so weiter und so fort. Also hat schon eine tünftige Armut und ganz etwas anderes, gell? Aber es war für mich gut, gewesen, ich es tun können. Also ich musste einfach gelebt nebenzu. Und hatte auch nicht das Gefühl, ich sehe jetzt hier, weiss ich nicht wer. Aber du bist natürlich alterweiss. Du bist alterweiss, du bist alle wie der Bevorzugte. Oder? Du hast Glück gehabt im Leben. Das kannst du in der Schweiz oder in Europa auf die Welt kommen. Ist das für dich ein Grund gewesen, dass es so das erste christianisierte Land war, in Afrika? Nein, also wie gesagt, ich bin schlussendlich zufällig reingekommen. Ich habe vergleicht viel gewusst wie du. Ich habe einfach gewusst, dass der Heilige Selassie der Kaiser war. Ja, genau. Ich habe gewusst, dass er auch bei Bikila gesprungen ist an der Olympiade. Und dann hat es den Ball gehabt. Aber Äthiopien, stimmt, wie du sagst, ist zweitälst christianisiert Land auf der Welt. Ja. Ist aber auch das zweitälst muslimisiert Land, also islamisiert Land auf der Welt.
Also darum ist ja in Äthiopien Christen und Muslim, also es könnte jetzt ganz gut sein, dass wenn es wir zwei Äthiopier wären, da wären ein Muslim und ein anderer Christ, wir haben kein Problem miteinander. Wir hätten als Äthiopier eher Mühe, dass er ein Amharisch und ich bin ein Urum. Eine andere Ethnie. Das ist eigentlich das Problem in Äthiopien. Dann sagen wir mal, du bist jetzt der Muslim, ich wär's noch mal jetzt zum Christ, oder? Ja. Ist das, du hast ja dann das Tauf noch gehabt, zwischen Bibel und Koran. Ja. Ist das für dich noch etwas Zentrales gewesen? Also? Ja, es ist natürlich so, ich habe eigentlich auch schon bei anderen Reisen oder Projekten die Erfahrung gemacht, dass eigentlich häufig die Religion der Einstieg ist in die Kultur von einem Land. Und darum habe ich jetzt gerade in dem Land, wo ja vielleicht die Hälfte Muslime sind und die Hälfte Christen sind, ist der Titel fast Programm, oder? Zwischen Bibel und Koran. Das Zwischen, das sieht man dann im Film, gibt es auch noch. Einige, die gar nichts von beiden nicht halten und eine andere Theorie vertreten. Aber eben für mich, wie gesagt, ist häufig die Religion der Eintritt, um die Leute, also die Kultur verstehen und nachher auch durch das ein das Gefühl haben für die Leute und auch wissen, was ein bisschen abgeht. Und was ich natürlich nicht gewusst habe, das hat mich dann Andreas gebrieft. Und es ist immer wichtig, dass wenn man in ein Land kommt, auch wenn man ein Konzept hat, was man jemanden möchte sehen und möchte filmen, dass man möglichst viel weiss. Oder? Und ich bin manchen Nachmittag da, mit dem Andreas zusammen gsi und er hat da selbstlos mir erzählt, was er gewusst hat. Und wie du gesagt hast, er ist auch ein begnadeter Erzähler, man hört ihm gerne zu. Und ich konnte da viel profitieren. Ja. Ja, auf jeden Fall natürlich. Das ist sicher irgendetwas zum Einsteigen. Und gleich, ich meine, wie hast du dich unterhalten mit diesen Leuten? Ja, es ist natürlich so, dass nebst dem, dass es unzählige Ethnien hat, hat es auch unzählige Sprachen. Eben. Und, 84. Sogar, ja. Habe ich es nicht mehr genau gewusst. 84. Und durch das Beziehungsnetz von Andreas hatte ich auch einen guten Guide-Fahrer, wo ich mich auch darauf verlassen konnte, wo ich mal zumindest gewusst habe, da komme ich nicht irgendeinen an, der ja, nicht zuverlässig ist oder was weiß ich. Ich habe dann aber festgestellt, das läuft anscheinend oder läuft in Äthiopien so. Auch die Einheimischen verstehen ja zum Teil die Leute nicht. Können nicht alle Sprachen. Und da wird je nachdem, bei welcher Ethnie, welchem Gebiet das man ist, haben dann die aber ihre örtlichen Leute, die sie kennen. Und das ist natürlich auch wichtig, dass die richtigen Leute dann wiederum kennen, damit man an die richtigen Orte und zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Oder? Das ist ja beim Filmen sein und alles. Also zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und das hat eigentlich von dort her gut geklappt. Das sind dann natürlich gleichzeitig auch gerade dann die Übersetzer gewesen. Es ist halt manchmal ja, es ist dann natürlich mal mit über ein Relais gegangen, oder? Wenn der nicht Englisch hätte können, ist halt dann von seiner Sprache zum meinem Guide zu mir dann gegangen. Es ist manchmal eine umfangreiche Geschichte gewesen, dass man dann wirklich auch gewusst hat, was die Leute erzählen. Aber dann tönt das alles auch ein bisschen einfach, gell? Aber es tönt einfach, aber es ist aber nicht so einfach. Aber es ist schon ein bisschen kompliziert. Ja, es ist kompliziert und man muss sich dann auch immer wieder an die Örtlichkeiten anpassen, hat seine Ideen, die man filmen will und hat nicht unendlich Zeit, oder? Ja, man ist ja dann nicht 3-4 Wochen dort, sondern auch wenn man ein bisschen mehr Zeit hat wie ein Durchschnittsreisender oder Tourist, muss man doch einerseits den Leuten Zeit lassen und gleich muss man zum Punkt kommen, dass man auch das findet, was man finden will. Du willst einfach auf Äthiopien wollen? Ja, es ist so, eben, ich war immer ein Reisevögel. Ich bin ziemlich herumgekommen, darf ich glaube sagen. Und Äthiopien ist mir immer ein bisschen so im Kopf herumgeschwirrt. Man hat mal einen Film gesehen von dem Hochland, von diesen wunderbaren Bergregionen dort. Kommt jetzt in dem Film vielleicht nicht so zum Tragen, ist nicht so das Thema. Es hat ja auch viele Wildtiere eigentlich. Ich habe das einfach von Büchern, von Dokumentationen, ist das immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf gewesen. Und ich weiss gar nicht mehr genau, was wirklich der Auslöser war, dass ich gesagt habe, das möchte ich jetzt mal machen. Und habe dann angefangen zu recherchieren. Manchmal recherchiert man über etwas und wird dann nichts daraus. Und vielleicht auch mit dem Punkt war, dass ich jemanden gefunden habe, der da tiptop Bescheid gewusst hat und mir auch ein bisschen unter die Arme greifen konnte und mir auch helfen, dass ich
dass ich gewusst habe, was mich jemand erwartet und was man kann erwarten kann, auch zum Filmen natürlich. Eben, du bist ein richtiger Idealist, das ist ja nicht das Business, das so viel Geld abwirft. Oder? Nein, also, eben, ja. Das Geld hat man müssen früher machen, irgendwie, muss ich jetzt einmal sagen. Wenn man Geld, viele meinen ja Filmemacher, ja, das ist eine tolle Sache, aber es ist schon sehr eigentlich eine Passion von einem, ein Interesse, das man da muss verfolgen und Geld machen. Man muss froh sein, wenn man vielleicht seine Spesen decken kann, sage ich mal, durch dort, wo man den Film mal verkaufen kann oder irgendwo kann vorführen kann. Aber in der Regel, also Geld machen tut man nicht. Mm. Das ist aber übrigens etwas, was in vielen Orten, auch in Äthiopien, die Leute natürlich nicht verstehen. Die meinen immer, wenn jemand kommt, ein Weisser mit einer teuren Filmkamera für ihre Begriff zumindest, oder es ist vielleicht eine teure Kamera für sie natürlich und teure Ausrüstung, man will Geld machen. Und eigentlich ist ja mein Geld machen nicht zentral, sondern man will zeigen, wie ihr Leben ist. Und das zu vermitteln, ist mir noch relativ schwierig. Mhm. Also du hast nicht den Auftraggeber, kann gar nichts, du bist einfach dort hergekommen. Und du machst es selber aus Interesse. Ja. Einfach irgendwie so. Wenn ich etwas vermarkten muss, ja gleich. Also, weißt, gut, bei mir geht es genau gleich. Also, ich zahle nur drauf. Oder? Das ist logisch, trotz Fernsehzettel. Ja, du wieder. Kennst das. Rufen meine hohen Nebenverdienst. Ja, gut. Also, ich habe schon Nebenverdienst, mit dir das kann zahlen. Ja. Ja. Aber ist dann, man blendet unten dran jetzt auch deine Netzadressen ein. Also kann man die Filme schon bezeichnen bei dir? Oder? Ja, nein, ich versuche sie dann eigentlich zu vermarkten. Das Problem ist ja bei so einem, was ich mache, Filmemacher, ist ja das eigentlich ein Tausendsassa, in Anführungszeichen, sollte sein. Du solltest einen Regisseur, recherchieren können, du solltest ein vernünftiges Drehbuch vielleicht ein bisschen zusammenstellen können, du solltest ein Kameramann sein, du solltest ein Tontechniker sein, du solltest dich über das Land auskennen, und am Schluss, sage ich mal, bei mir ist das immer am Schluss gewesen, kommt die Vermarktung. Ich muss jetzt sagen, für mich ist das vielleicht noch das, wo ich am schwächsten bin. Und ich habe das immer am Schluss gemacht und viele machen es ja andersrum. Mhm. Nur kommt manchmal das Geld gar nicht zusammen und das geht ellenlang und ist auch nicht sicher, ob das Geld zusammenkommt. Und ich habe jetzt den anderen Weg, möglichst auf kleiner Flamme etwas mal selber machen, möglichst schauen, dass das machbar ist vom finanziellen Rahmen und von den Möglichkeiten, die ich habe als One-Man-Show. Oder ich muss jetzt noch ehrlicherweise sagen, One-Man- und Eine-Frau-Show. Du musst weggehen. Also ich habe gerade kurz kennengelernt, auch sehr natürlich aufgestellt und motiviert ist. Gell? Also, wenn du so Begleitung hast, dann hast du wirklich hast mehr dabei Miete. Als der Non-Profi. Ja? Ja, da hast du die halbe Miete. Und am Schluss versucht man halt vielleicht noch ein bisschen Geld daraus zu machen. Also vielleicht, es kostet immer alles. Sprecher kostet, die Ausrüstung kostet, die Guides kostet und. Es gibt ja jene Kosten ohne Ende, von der Ausrüstung gar nicht zu reden, von der eigenen Zeit sowieso nicht. Also man ist froh, wenn da einfach ein bisschen wieder etwas reinkommt. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, das ist ja dein Hobby, da zahlst du noch etwas, oder? Sonst musst du das alles selber machen. Ja, kann man auch so anschauen, aber es ist sicher nicht so, dass man damit Geld macht. Das ist schon ein hervorragender Film, gesehen der dann auch, und macht euch auch Freude, er führt auch in das Land, wo du nicht alles hast können zeigen und so weiter. Aber gleich, es gibt natürlich einen extrem guten Überblick, und hat der Dach gesagt, es gibt wirklich einen extrem guten Überblick. Und der Dach ist kein Diplomat, wenn er so etwas nach 16 Mal Äthiopien sagt, dann meint er es wirklich auch so. Ja. Da kann man glaube sagen, Dach, der Film ist wirklich einfach, du hast gesagt, du seist überrascht gewesen, und im Kino siehst. Also ich muss sagen, wir haben miteinander geredet und gemacht und vorbereitet. Also einfach, ich habe gesagt, ich habe gesehen, was ich gewusst habe. Ich habe über den Mut natürlich gestaunt, wie Felix hat. Er hat gesagt, ich mache jetzt das. Ich habe gedacht, Gott, das ist schon eine Arbeit, 4 Wochen lang. Da hast du einen Stress mit dem Film. Und dann bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ihr schon gesagt, bin ich eher skeptisch. Ich dachte, wo kommt das da für einen Film raus? Und bin dann auf Zürich, um die Premiere, ist dann gesehen in einem Kino, mit zweimal das Kino gefüllt mit diesen Leuten. Und ich bin dann dort gehockt und bin erschlagen gewesen. Also ich finde, es ist eben nicht nur ein Film, der über die Problematik Bibel und Koran, wo ja auch bei uns immer wieder eine Frage ist, die Dinge zwischen Religionen, wo man es friedlich miteinander, aber man macht lieber da.
habe ich vor allem gefunden, einen wahnsinnig guten Überblick über das Land, wie es jetzt ist. Dass der Film ist 2016 aufgenommen worden, 2017 rausgekommen und zeigt wirklich Äthiopien, wie es ist aktuell. Mhm. Neben dem Thema einfach auch einen guten Einblick. Du hast Land, ist natürlich ein grosser, Teile sind landwirtschaftlich arm gelegen. Und dann natürlich auch die Stadt, wo er gerade am Schluss der Mitarbeiter, der dann dort noch einen von einem Hilfswerk noch redet und berichtet, um was er für Ideen hat für das neue Äthiopien. Ist wirklich ein guter Querschnitt, er kommt an mutige Sachen. Er hat eben an die Tiere reinnehmen, aber irgendwie muss man auch einen Fokus machen. Oder? Ja, das heisst, mit anderen Worten, das ist ein Film über Äthiopien. Hast du auch noch weitere Filme von Felix mal angeschaut? So, ja, 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 ich habe natürlich angeschaut. Ja. Selbst habe ich natürlich erst nachher dann ein bisschen, ich habe ja das erste Mal haben wir miteinander, bis wir da austauscht haben und den Rang gefunden haben miteinander, ist so geschwind gegangen. Nein, das ist schnell gegangen. Aber nachher habe ich geschaut und er versteht das Handwerk und es ist einfach, ich bin nachher erschlagen gewesen, dass man in 4 Wochen zwei Personen einen derigen Film machen kann. Also einen derig umfassenden Film. Ich glaube, es gibt kaum etwas, wo Äthiopien besser zeigt. Und ich habe viele Sachen angeschaut über Äthiopien. Ja. Eigentlich ein zünftiges Kompliment. Ja, muss ich sagen. Danke, Andreas. Ja, also freut einem zu hören. Das ist, ja. Kommt auch von Herzen. Ja. Ja, man kann eigentlich sagen, es ist, wie der Andreas sagt, es ist natürlich eher, heisst jetzt so zwischen Bibel und Koran, das ist ein bisschen der rote Faden durch, aber es ist eigentlich ein Roadmovie, kann man sagen, fast. Kann man sagen. Wo ein bisschen Äthiopien zeigt. Das gehört natürlich auch dazu. Und das Bibel und Koran, das ist ein bisschen, ja, die rote Linie, die sich durchzieht, auch wenn man mit den Leuten in Kontakt kommt und redet, merkt man, dass Religion ist wichtig, ist die Kultur von Äthiopien. Du bist dort hergegangen, hast mit Land und Leuten, also Land dementsprechend eingefangen, mit den Leuten geredet. Und natürlich ist auch wichtig, mit der grossen Kamera bringt man die Leute auch nicht zum Reden. Also, ja. Wie gehst du davor? Du hast eher eine kleine Kamera. Ja. Also, bin absoluter Fan von kleiner Ausrüstung. Ja. Und die heutige Zeit kommt mir da je länger, je mehr, immer mehr entgegen. Die Sachen werden immer kleiner und die Qualität, die man damit erreichen kann, immer besser. Und ich sage jetzt mal ein Beispiel, ich habe mal in Indien einen Film gemacht und bin zu einem Verbandspräsident von irgendwas, von einer Elefantenvereinigung, ist jetzt unwichtig gekommen, wo schon viele Kamerateams bei dem waren. Und als ich gekommen bin mit meiner kleinen Kamera, hat er fast ein bisschen mich ausgelacht. Oder? Und dachte, ja, was will jetzt der da? Ich habe jetzt gemeint, da käme einer, der einen Film macht. Oder? Und nicht da irgendwie so. Ich habe immer relativ ganz kleine Kameras, möglichst klein. Natürlich muss eine gewisse Qualität da sein, aber das wird heute mit der heutigen Technik immer einfacher. Aber ja, ich bin Fan von wenig Material. Wir sehen den Film jetzt dann, aber meine Frage, was machst du, wo bist du jetzt gerade dran? Etwas von Voodoo hast du gesagt? Ja, also das ist eine Art, es ist lustig, es geht ja im weitesten Sinn wieder um Religion. Es ist nicht Voodoo, Hollywood, sage ich mal, das hat mit dem eigentlich nichts zu tun. Das ist ein Ahnenkult, der eigentlich aus Westafrika kommt und wo auch wiederum durch das Voodoo und die Religion, die dort noch lebendig vorhanden ist, kommt man eigentlich in die Kultur und spürt die Leute einfach besser. Und bin jetzt dran an so einem Film und werde jetzt im Januar wieder nochmal 14 Tage runter. Ich bin dort nicht so gut gebrieft worden, wie ich von Äthiopien gebrieft worden bin. Darum muss ich jetzt nochmal runter, nochmal Spesen machen. Fehlt mir. Man sieht dann all damals, wenn man heimkommt, dass noch etwas fehlt. Und das versuche ich jetzt noch nachzuholen. Ja. Eigentlich schon etwas Tolles, nicht Ache, wenn man so sieht, so ein Engagement. Weißt du, also so, jetzt ist es nicht in Sache, ich war selber ein Lehrer, aber ich glaube, wir sind uns mal gerne so bewusst, was für ein Engagement, also mal eben hinter den Ursachen stehen, oder? Ja, also ich habe schon gemerkt im Leben, dass ich jetzt nicht will, am Schluss dann sagen, hätte ich noch, oder? Sondern also man kommt eigentlich nur ins Leben aus, wenn man aktiv etwas unternimmt und etwas macht. Auf Geradwohl hin,
kann manchmal auch furchtbar in die Hose gehen. Das haben wir in der Schule erlebt. Oder manchmal so, das ist jetzt nicht so ganz da gewesen, wo wir eine Art haben wollen. Aber ich glaube, wir müssen einfach alle wieder offen sein und bereit sein, auch in etwas Neues hineinzuschauen. Und mir hat das, gerade auch das Äthiopien, hat mir extrem die Augen geöffnet, wieder einfach auf die Problematik der Welt, die wir haben. Und was ich gemerkt habe, dass ich viel, viel zufriedener geworden bin. Also weißt, ich brauche nur, weiss ich nicht was, sondern ich kann auch leben mit, einfach wie wir es hier haben, im Dorf. Wir haben es ja gut, alle wie noch wahnsinnig gut, privilegiert bis weiss ich nicht wohin. Und dass man uns bewusst ist, dass das nicht selbstverständlich ist. Also ich glaube, manchmal haben wir einfach bei uns im Westen ein bisschen die Idee, das ist selbstverständlich. Wir können, ich kann ja nichts anderes. Ich bin ein Nachkriegskind, gerade nach dem Krieg, auf die Welt gekommen. Und bei mir ist alles nur Upsi gegangen. Und ich denke, das ist nicht einfach selbstverständlich. Wir sehen es jetzt wieder auf der Welt, in der Ukraine, wir sehen es jetzt wieder in Palästina, in Israel. Das kann geschwind kippen. Ja, und es ist auch in Äthiopien gekippt. Äthiopien kippt, das ist schon so eine tragische Sache. Nach der Filmete da. Ich glaube, ich habe die beste Zeit erlebt in Äthiopien. Auch für Äthiopien die beste Zeit war von 1997, ist gerade so gekommen. Und dann ist die Entwicklung gekommen. Sie haben zwar ein Einparteiensystem und einen gesagt, wer Chef ist, aber er hat es relativ gut gemacht, wir lesen alle. Und nachher habe ich noch erlebt, wie dann nachher der neue Präsident, der jetzt halt einfach auch wieder dazu neigt, wie so viele afrikanische Potentate oder auch Potentate in anderen Erdteilen, die dann einfach schlussendlich wieder Dinge anzüchen, Zügel anzüchen und dann sagen, jetzt machen wir es so. Oder? Und dann ist halt wieder halt die Gefahr von einer Einpartei, einer Einpersonenherrschaft ist halt da. Und da ist momentan Gefahr in Äthiopien, Krieg immer wieder und Unruhe. Ja, schade. Ich sehe es sehr viel denn zwischen Bibel und Koran. Felix, was ist dir so das Wichtigste? Weißt du, also, was erwartest du von den Zuschauerinnen und Zuschauern? Das ist eine schwierige Frage. Ja, mir ist eigentlich wichtig, dass Zuschauer auch eben mal ein anderes Leben sehen, eine andere Kultur, sich bewusst sind, dass nicht alles eben, wie der Andreas sagt, dass nicht alles wie bei uns zu Hause abläuft. Jetzt gerade ist das interessant gewesen, weil das ja ein christliches Land ist und wir auch ein christliches Land sind, aber das halt total, das sieht man dann im Film, ganz anders gelebt wird in dem Äthiopien. Und mein Ziel war es eigentlich, diese Eindrücke, und ich versuche auch, ich bringe gerne Stimmungen über. Und wenn das Eindruck macht und vielleicht auch zu Diskussionen nach dem Film führt, das habe ich auch schon gehabt bei öffentlichen Vorführungen, dann ist das für mich ein bisschen eine Befriedigung für die Arbeit und eine Bestätigung, dass der Film, ich sage jetzt, so weit gut ist. Das ist ein bisschen mein Ziel. Zwischen Bibel und Koran, ein Film von Felix Frey. Der Tachi hat ihn aufgehebt, wie es in der Schule so ist. Und das Schlusswort gehört natürlich jetzt dem Tachi. Nein, es ist mir nicht mal darum gegangen, um Schlusswort. Ich has noch, vielleicht das möchte ich noch sagen, für die Leute in der Gegend. Ich habe natürlich das die Gelegenheit benutzt und habe den Jungen können Kontakt machen mit dem Zefi Äthiopien und bin dann so lange der Verbindungsmann gewesen. Und über den 2-Stunden-Lauf, wo jedes Jahr das Grab stattfindet, haben wir jetzt schon seit Jahren alle wieder unterstützt, die Arbeit vom Zefi in Äthiopien. Und das tut mir auch noch so einen Teil. Also nicht nur einfach reisen, ich habe das nie wollen, nicht nur reisen, sondern auch schauen, dass man zugleich noch etwas machen kann, der Situation vielleicht ein bisschen helfen. Ich habe auch erleben dürfen, dass viele Reisende mitgegangen sind und nachher einfach gesagt haben, das finde ich gut, jetzt habe ich konkrete Sachen. Einmal auf der letzten Reise haben sie gesagt, wir unterstützen eine Dorfschule. Wir haben alles zusammengetragen und haben eine Dorfschule unterstützt. Und nachher haben wir noch einmal noch, ohne diese Gruppe hat dann auch noch geschaut, dass eine
Art, ja, soll ich sagen, ein Krankenauto haben sie organisiert, in einfacher Form, wo mit der können, denen andere Sache erläutert. Ja. Das heisst, mit anderen Worten, den Film schauen und auch ein bisschen daraus nehmen, oder? Und vielleicht ein bisschen denken, ja, was könnte man noch lernen für uns, oder? Aus dem raus, oder? Ja, also das Thema, das Felix aufgenommen hat, eben zwischen Bibel und Koran, zeigt einfach auch Leute in dem Film, die ganz offene, gute Ideen haben, weder Imam und Mönch. Und dann hat es halt einfach furchtbar sture Böcke, die nur sich selber und nur das bisschen sehen, wo sie gerade vor sich zu haben und furchtbar eng aus Christentum oder der Islam auslegen. Und das, die Kämpfe haben wir auf der ganzen Welt im Moment. Zwischen, ja, vielleicht sogar Fundamentalisten, aber auch Extremisten natürlich, dann letztendlich. Und da man da vielleicht könnte ein bisschen lockerer sehen, dass das andere auch Leute sind, wie du und ich. Und dass er vielleicht der eine ein bisschen recht hat, wenn er einmal etwas sagt. Und dass er nicht nur die eigenen Worte, ja, das ist, wo der Weisheit letzter Schluss ist.